Hallo, meine Lieben. So, nach längerer Abwesenheit bin ich wieder da. Leider hat es mich mit Corona erwischt, so dass ich keine Videos aufnehmen konnte. Und heute geht es mir aber wieder besser und ich dachte mir, ich mache mal wieder ein Video für euch. Und zwar habe ich ja auf der Facebook-Seite und in der Gruppe Jenseits Kontakte Leben nach dem Tod die Frage gestellt: Was wisst ihr über die Seele? Glaubt ihr, dass die Seele leidet? Und es kamen wirklich wunderschöne Antworten. Und ich hätte gerne auch einige hier vorgelesen, aber mir ist heute wieder die Zeit davon gerannt. Und deshalb werde ich euch einfach vorlesen, was ich aus der Akasha-Chronik zu dem Thema Seele, Geist und höheres Selbst bekommen habe. Denn die Begriffe Seele, Geist, höheres Selbst wird in der mediale spirituelle Landschaft komplett unterschiedlich benutzt. Die eine sage, der göttliche Kern in uns, das ist die Seele. Die andere sage, nein, das ist das höhere Selbst. Manche sagen auch, nein, das höhere Selbst ist unter der Seele. Die Seele steht über dem höheren Selbst. Also ein Kuddelmuddel. Und deshalb habe ich mal gedacht, ich frage jetzt mal in der Akasha-Chronik nach, wie wir die Begriffe Seele, höheres Selbst und Geist verstehe könne und ob die Seele oder das höhere Selbst oder der Geist leiden kann. Damit ich nichts falsch wiedergebe, lese ich euch vor, was die Meister und Lehrer der Akasha-Chronik mir übermittelt habe. Also, die Lesung beginnt. Geliebte Seelenschwestern, geliebte Seelenbrüder. Das Thema der Seele ist unendlich umfassend. Bereits die Bezeichnung Seele könnten wir mit stundenlangen Vorträgen füllen. Es herrscht Uneinigkeit unter euch in menschlicher Gestalt, was jetzt richtig sei. Seele, Geist, höheres Selbst. Und so wollen wir versuchen, mit anderen Begriffen zu erklären, was ist und dass es letztendlich gleichgültig ist, welcher Begriffe ihr euch bedient, sofern ihr die richtige Schwingung damit verknüpft. Euer Sein ist alles. Es ist körperlich und geistig. Es ist fest und feinstofflich. Es ist bunt und einfarbig. Es ist schwer und leicht und so weiter. Was fällt euch auf? Euer Sein ist immer alles. Alles ist da. Alles ist in euch. Es kommt nur darauf an, was ihr wahrnehmt. Und dies ist der Unterschied zwischen der geistigen und der materiellen Welt. In der geistigen Welt seid ihr euch bewusst, dass alles gleichzeitig da und in euch ist und dass ihr in Sekundenschnelle wählen könnt, was ihr erleben wollt. In der materiellen Welt, also auf der Erde, in der materiellen Welt seid ihr euch oftmals nicht bewusst, dass auf der Erde die gleichen Gesetzmäßigkeiten gelten wie in der geistigen Heimat. Und so nehmt ihr das Geistige in euch, euer eigenes Bewusstsein, zusätzlich zu eurem Körper gar nicht wirklich wahr. Euer physischer Blick ist sozusagen von der Wahrnehmung her eingeschränkt. Dies gehört zum Leben als Mensch, zur Erfahrung des Menschseins mit dazu. Und dennoch seid ihr auch Geist geistig. Du bist Sein in Form von Schwingungen, in Form von Schwingungen der Liebe und Schönheit, geboren aus der Liebe des Schöpfers. Energieschauer. Also nochmal, der Satz ist so herrlich. Du bist Sein in Form von Schwingung, in Form von Schwingungen der Liebe und Schönheit, geboren aus der Liebe des Schöpfers. In der geistigen Welt bist du Sein in Form von Schwingungen der Liebe und Schönheit. Auf der Erde bist du Sein in Form von Schwingungen der Liebe und Schönheit plus einen grobstofflichen Körper als Erfahrungsinstrument. Du bist auf der Erde also nicht weniger, sondern mehr.
plus Körper eben. Und da wären noch die Gedanken und Gefühle. Beides sind Schwingungen deines Seins, sowohl auf der irdischen Ebene als auch in der geistigen Welt. Du siehst, geliebte Seelenschwester, geliebter Seelenbruder, dein Sein ist immer in und um dich und macht dich aus, egal wo du gerade lebst. Und so möchten wir das, was ihr als Seele, höheres Selbst oder Geist bezeichnet, einfach als euer Sein bezeichnen. Euer Sein, wie es der Schöpfer allen Seins in Liebe und Schönheit geboren hat. In eurem Sein beinhaltet ist auf ewig das göttliche Ich, die Liebe und die Schönheit. Und so ist es völlig gleichgültig, ob ihr euer göttliches Ich als Seele, Geist oder höheres Selbst bezeichnet. Solange ihr damit die reine göttliche Liebe in euch meint und anspricht. Euer wahres, ursprüngliches Sein drückt sich auch in Farben und Bildern aus. So ist es möglich, dass ihr euch mit eurem Sein der Liebe verbindet und Farben und Bilder wahrnehmt. Erinnert euch, alles ist in eurem Sein vorhanden. Aus Menschensicht kommt es nur darauf an, worauf ihr eure Aufmerksamkeit richtet. Und so hoffen wir, die Meister und Lehrer der Akasha-Chronik, dass wir euch euren Begriffssalat, sie schmunzeln, etwas entwirren konnten. Entschuldigung. So. Und da ich ja die Frage gestellt hatte in der Gruppe und auf der Facebook-Seite, ob Seelen leiden können, wo viele gesagt haben, ja, habe ich natürlich diese Frage auch an die Akasha-Chronik gestellt. Und jetzt geht es weiter in der Lesung. Auf die Frage, ob eine Seele leiden kann, antworten wir. In deinem ursprünglichen Sein der höchsten Liebe ist Leiden nicht möglich. Leiden ist nur dann möglich, wenn du dich von deiner höchsten Liebesschwingung in dir entfernst. Und dies ist, was im Menschsein, im menschlichen Erleben so schnell geschieht. Nach eurem Tod legt ihr diese schweren menschlichen Schwingungen nach und nach ab und werdet euch der Schwingung der Liebe, die in der geistigen Welt und in euch herrscht, wieder bewusst. Ihr erkennt und versteht, warum etwas so geschah, wie es als Mensch geschah. Und so endet das Leiden in der geistigen Welt. Auf die Frage, warum ihr mehrere irdische Leben führt, antworten wir. Ein Leben auf der Erde hinterlässt oftmals schwere Eindrücke und ihr als euer Sein erinnert euch daran und es fühlt sich an, als wäre diese Erinnerung ein dunkler Fleck auf der Sonne, ein dunkler Fleck in eurem eigenen Licht. Und so entsteht in euch, in eurem Sein, die Sehnsucht, diese Erinnerung an diesen Vorfall in jenem Leben in Frieden zu bringen, damit der dunkle Fleck verschwinden kann. Und so inkarniert ihr erneut mit allen Möglichkeiten der Erkenntnis, allem Potenzial, Talenten und Herausforderungen. In Liebe, was nochmal, in Liebe, aus der Liebe zu euch, die Meister und Lehrer der Akasha-Chronik. Ende der Lesung. Also ich persönlich, ich bekomme jetzt wirklich so, also mein berühmter Energieschauer, also wirklich Gänsehaut am ganzen Körper. Und ich hoffe, es hat euch geholfen, diese Begriffe etwas zu sortieren. Und es ist wirklich egal, wie ihr das Höchste in euch benennt, ob Seele, Geist, höheres Selbst. Und das mit der erneuten Inkarnation, das ist sehr spannend, was die Meister und Lehrer gesagt haben, weil ich seit geraumer Zeit wirklich die Erfahrung auch an mir selber mache, also bei Klienten und an mir selber, dass ganz viele Themen, die sich jetzt so im Leben der Menschen zeigen, schon in ganz viele Vorleben schon ein Thema war.
Und da habe ich jetzt aus der geistigen Welt, wie soll man sagen, ein Tool übermittelt bekommen, wie man jetzt schneller aus so schwere Zustände wieder rauskommt. Und ich möchte das gern auch für die Trauer anwende. Aber da bin ich noch am Anfang der Phase. Ich werde einige aus der Kursgruppe bitten, dass sie mit mir mal eine Übungssitzung machen. Also diejenigen, die noch sehr in Trauer sind, einfach um zu sehen, wie muss ich es aufbauen, kann ich es als Gruppensitzung vielleicht sogar machen, sodass mehrere teilnehmen können. Ja, weil die Trauer ist eine ganz, ganz schwere Emotion. Schuld genauso, Angst auch, aber ja, Trauer ist noch tiefer als Schuld und Angst. Und unsere Verstorbenen sagen es immer wieder, wir wollen, dass ihr den Teil eures Lebens, den ihr ohne uns weitergeht, dass ihr da glücklich seid. Und das wünschen die sich so sehr. Und meine Seele wünscht sich auch in dem Bereich wirklich Heilung in die Welt zu bringen. Es ist jetzt egal, ob es Menschen sind, die trauern oder Tiere, die trauern. Also ich bin für jede Seele da in diesem Fall. Und da wird es auch demnächst in ein paar Tagen ein Video geben dazu, Past Life-Sitzung. Und ja, da entwickelt sich was draus. Ich spüre das zu eurer Gunste. Also damit wir einfach leichter aus dieser Trauer rauskommen und damit sich dieser Schmerz dann auch irgendwann mal wirklich löst und man den nicht über Jahre hinweg mitschleppt, ne? Genau. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich werde in den nächsten Tagen das Channeling aus der Akasha-Chronik auch noch auf die Internetseite posten. Die habe ich unter, ich glaube, Show Notes nennt man das, habe ich das verlinkt, meine Internetseite. Und ich werde es auch nochmal als Beitrag auf Facebook und in der Gruppe posten. So könnt ihr es dann nochmal nachlesen und in Ruhe sacken lassen. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend, der erste Advent. Ich mache mir leider Gottes nicht so viel draus, weil ich ja das ganze Jahr mit der geistigen Welt verbunden bin und quatsche. Und für mich ist eigentlich, ach ja, wenn ich ehrlich bin, das Christusbewusstsein, beziehungsweise das Liebesbewusstsein, was viele Propheten auf die Welt bringen wollten, das ist für mich eigentlich tagtäglich präsent. Und ja, deshalb, jetzt versaue ich mir das ganze Video echt, mache ich mir eigentlich nicht sonderlich viel aus. Erster, zweiter, dritter, vierter Advent. Oh Gott. Oh Mann, okay, gut, es ist raus. Das Video dauert jetzt 13 Minuten 30. Ich spreche jetzt nicht nochmal alles. Ich bin geoutet. Ja, ich liebe die geistige Welt. Ich liebe alle Propheten. Von dem her, seht's mir nach. Ja, dass ich jetzt nicht die Adventssonntage herunterzähle. Ja, in diesem Sinne, schöne erste Advent für euch. Ich hatte ihn jetzt, weil ich durfte die Lesung von dem Meister und Lehrer weitergebe und somit auch Liebe in die Welt bringe. Und das ist das, was mich mit Glück, Freude und Liebe erfüllt. In diesem Sinne, ich drücke euch ganz lieb und bis bald.